Ah, lecker Schwippschwapp. Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Aber ich verlange dafür kein Geld. Ich mache das freiberuflich. Also freiberuflich, ohne Geld dafür zu verlangen. So, wie sieht's hier aus? Da sieht's gut aus. Sind wir schon mal Level 18? Level 19, das ist ja super. Unsere Tiere müssten wir auch mal wieder fortpflanzen lassen irgendwann. Damit die da nicht einrosten in der Sache. So, hops. Dann tun wir das Eisen und das Gold erstmal hier rein. Na, jetzt. Nein, nicht das, das da. Plopp, plopp. Ach, da haben wir ja noch 59. Ach, schön, wie sich das hier füllt. Was ich mit diesem blöden Feuerstein machen soll, weiß ich auch nicht. Kann ich ja für Pfeile machen, nutzen, aber. Alter, wo waren das? Ich hatte doch irgendwo so eine Schundkiste. Hier ist die Schundkiste. Okay, dann haben wir noch einen Samen dabei. Da war der Samen. Die Setzlinge kommen erstmal wieder hier rein. Dann kommen die Eier mal kurz da hinten wieder rein. Oder ein Ei, wie auch immer. Obst war hier. Ach so, habe ich schon wieder 5 Eisenerz. Die packe ich mal zur Eisenkiste. Ordnung muss sein. So. Die Pflastersteine in die Pflastersteinkiste. Die sich jetzt auch langsam wieder füllt. Ach nee, das ist Kies. Pflasterstein, Kies. So, da könnten wir jetzt ja eigentlich eine Kieskiste machen. Dann machen wir die einfach mal hier, ne? So, Kies, Kies, Kies. Kies. Obwohl, wir brauchen ja den Kies für. Für die andere Brücke. Stimmt ja. Dann nehme ich den jetzt nochmal mit. Und dann muss ich mal kurz gucken, wie das bei der anderen Brücke aussieht. Also auf dem Weg zur anderen Brücke. Oh, und jetzt habe ich die Schere vergessen. So, wo war die denn? War die hier hinten drin? Nee, da haben wir ein Feuerzeug. Das ist im Wald nicht so gut. Da ist die Schere. Und dann geht's los. Ach ja, wieder ein sonniger Tag. Wovon man im realen Leben nicht sprechen kann. Wachst ihr Bäume! So. So kann das ja sein. Schön, schön, schön. Hier müssen wir nämlich irgendwie dann noch ein bisschen Laub ranmachen, damit das hier, damit da keine Monster durchkommen. So, den kann man mal wegnehmen. Haben wir jetzt schon mal 4. Das da kann auch weg. So. Ja, die werden schon wachsen. So, jetzt habe ich natürlich keine Bäume mitgenommen, ich Schlaumeier. Okay. Ach du Heilige. Den Sand müssten wir eigentlich wegmachen. Ja, also wir müssen die ganze Wüste abtragen, ne? Und das mit Erde dann auffüllen. Ach, stimmt ja. Ich muss ja die Pfeiler für die Brücke auch noch machen. Scheiße. So, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal. Na, scheiße, jetzt haben wir auch nicht genug Erde dabei. Es ist ja mal wieder fantastisch. Okay. So, ich gucke jetzt erstmal von wo aus hier. Da, von da aus kann man den Sand mal abtragen. Denn wir brauchen natürlich auch irgendwann noch Sand für Sandstein. Weil ich ja noch irgendwo einen Marktplatz bauen möchte.
Wir müssen jetzt zum Glück bloß eine Ebene hier abtragen vom Sand. Das wird ja fantastisch. Na super, da habe ich mir jetzt wieder was vorgenommen. So, weil das hier soll ja alles begrünt sein. Also wir werden jetzt hier etwas Terraforming betreiben. Ich meine, da unten, den Sand kann man ja lassen. Moment, wo habe ich denn den jetzt abgetragen? War das hier? Ich mache da erstmal schnell so eine Kante hin, damit ich weiß, wo ich dann noch Erde oder Sand abtragen muss. Da kreise ich das mal so ein bisschen ein. Scheiße. Ja, hier drüben, da kann ja die Wüste von mir aus losgehen. Da machen wir den Wald dann hier halt so dicht. Der Weg geht ja dann sowieso, keine Ahnung, wie geht denn der Weg dann lang? Der geht dann so hier hinten, da hinten drüber. Oder wir machen einmal so, zack, zack, so eine Schlängellinie durch. Das kommt bestimmt auch ganz gut. Aber jetzt erstmal hier wieder den Sand abtragen. So. Und wie ist das Wetter bei euch so? Sonnenschein oder Regen? In einigen Gebieten schneit es ja jetzt auch wieder. Ich glaube, ab 500 Metern über Meeresspiegel schneit es. Stelle ich mir ein bisschen uncool vor, wenn du im Sommer denkst, ach ja, jetzt kann ich mich wieder schön im Garten auf die Liege legen und dabei einen Grill anmachen, schön ein Bierchen zischen dabei und dann ja, kommen dicke Schneeflocken und hagelt einfach nur noch so auf dich ein. Golfball große Hagelkörner mitten im Sommer. Da geht doch das Herz auf. Ach ja, ich bin froh, dass es wenigstens hier bei mir nicht hagelt, hier in München. Da regnet's nur. Obwohl das nur natürlich auch nicht gerade ernst zu nehmen ist. Ich hätte viel lieber Sonnenschein, weil ich möchte mich auch gerne mal in den Biergarten setzen und ein Eis essen. Das fände ich eigentlich mal zur Abwechslung ganz schön, als zu Hause zu sitzen und sich einen heißen Tee zu machen. Ja, ich trinke Tee. Und mit Kaffee kann man mich jagen. So, wie voll ist unser Inventar? Gut, das geht noch. So, der Kaktus wird jetzt gleich fallen. Ach ja, und dann müssen wir uns auch noch irgendwann, da habe ich auch noch was Großes vor in der Wüste. So eine Oase beispielsweise zu machen. Aber das muss ich wahrscheinlich im Kreativmodus machen, zumindest die Grasblöcke. Weil so kann man ja keine Grasblöcke, glaube ich, abbauen. Oder geht das? Geht das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tragen wir hier erst nochmal ein bisschen Sand ab. Keine Ahnung, wofür ich den dann... Alter, so viel Sandstein werden wir niemals brauchen. Oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, wenn wir uns eine Pyramide bauen... Naja, so groß ist die Wüste jetzt auch nicht, aber... Naja, da wird sie schon was finden. So, auf jeden Fall muss das hier alles dann... Ist natürlich super, dass das jetzt so schön gerade ist. Ja, gehen wir einfach mal hier so ins Gebälk rein. Dehnen wir das Grün etwas aus. Dass es vielleicht ein bisschen natürlicher aussieht.
So zum Beispiel. Und wir haben keine Schaufeln mehr. Ja, doch, so sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus, wenn man das so ein bisschen abgerundet macht. So, dann gehen wir erst nochmal schnell ins Bett. Und machen uns ein paar Schaufeln. Der Wald wächst ja auch schon prächtig. Das freut mich. Na, jetzt. So. Okay. Da sind zum Glück noch ein paar Bäume, wo man Laub abmachen kann. Aber erstmal schlafen. So. Jetzt haben wir hier haufenweise Sand. Und dann brauchen wir jetzt nochmal ein paar Schaufeln. Da mache ich mir nochmal 3 Stück. Alter, haben die schon wieder Eier geschissen? Das ist ja unglaublich. So. Eisen haben wir ja genug. 1, 2, 3. Den Sand lagere ich erstmal kurz ab. Das war... Hier war der Sand. Zack. Na. So. Und da haben wir auch noch Sand. Ja, den Kaktus, keine Ahnung. Braucht man eigentlich nicht unbedingt. Aber wir können uns in unserem Bauernhaus irgendwo einen Kaktus in die Ecke stellen. So als Akzent. Oder in irgendeinem anderen Gebäude, was wir vielleicht noch irgendwann bauen werden. Beziehungsweise was wir bestimmt bauen werden. So, dann geht's jetzt mal wieder ab da hinten in die Wüste. Ich hoffe, die Bäume wachsen ja auch noch. Und dann erstmal wieder Sand abtragen. Jetzt habe ich natürlich die Erde wieder vergessen. Das ist ja eine mega Planung bei mir. So, dann machen wir das hier auch nochmal so. Zack, zack, zack. Und dann kommt der Sand hier erstmal wieder weg. Plopp, 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 plopp. Ja, was gibt's denn sonst noch so zu erzählen? Muss ich jetzt erstmal überlegen. Ach ja. Also es steht ja jetzt schon fest, dass dieses Jahr, also Ende des Jahres, eine neue Microsoft-Konsole rauskommt, die Xbox One. Ja, da bin ich ja mal gespannt drauf. Von der Optik her spricht sie mich jetzt nicht so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen, wie gut sie ist. Ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Ich bin nur halt einmal, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich bin ein Microsoft-Fan. Und ja, die Xbox gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut.